Sehr verehrte Damen und Herren, hallo und willkommen beim Team Jimmy-Ju. Warte ganz locker, das machen wir persönlich. Ich bin tot. Na super. Du hast so lange warte gesagt. Wir haben doch einen Doggy, der uns wiederholt. Was hat das eigentlich mit dem Segnen auf sich? Keine Ahnung. Da ist ein Heli, der auf uns schießt. Alter. Das ist was ist denn hier los? Das ist wahrscheinlich das, was er gerade meinte. Die Jagdsaison ist eröffnet, wir sind am Arsch. Wow. Ja, schieß mit dem Bliss, genau. Verpiss dich. Geh weg. Ich bin voll stoned wahrscheinlich gerade. Was ist denn jetzt passiert? Ja, wir wurden mit dem Zeug voll beweihräuchert. Das hat uns jetzt aus dem Leben geklatscht, scheinbar. Ich bin am Schießen auf einmal, wo das weiß. Also ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ist daran ernsthaft gestorben oder was? Nein, alles gut. Das gehört zum... Ach, hier, guck mal. Kommt mir nichts erwürdig vor. Das haben wir nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Der will uns doch wohl nicht taufen, Freundchen. Ich bin Atheist. Kannst du vergessen. Agnostiker. Was passiert da? Ich muss gar nicht unbedingt im Lichte Gottes stehen. Und durch sein Tor gehen. Ins Paradies. Oh, wir werden verbrannt wahrscheinlich. Das ist mein erster Tipp. Der da nicht. Er ist nicht rein. Aber du oder was? Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Aha. Bring den zu mir. Ich bin sowas von verwirrt gerade, Alter. Echt? Warum? Weil ich nicht zu raffen, was daran abgeht. Ich habe eine Kolben in die Luft gejagt, aber immer sind wir hier. Ich raff nichts. Ja, die haben uns unter Drogen gesetzt. Ja, aber dann haben wir ja versagt, oder nicht? Nö. Ja, aber meinst du, dass das jetzt immer passiert wäre nach der Mine? Das glaube ich nämlich nicht. Doch, und genau deshalb... Das gehört dazu. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Nein, bloß nicht. Nein. Mir egal. Meine Herren. Das war immer in Zwischensequenz rein, aber muss. Ach, die Nerven und langweilig sind, mir jetzt auf den Zeiger gehen. Jede Sünde, die du begangen hast. Boah, da habe ich aber viel zu tun, ey. Egal wie klein. Ich erweise sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entzündung wert bist. Ich entsühne deine Mutter, Alter. Was hältst du davon? Hab ich gestern Nacht. Die widerliche Schlampe. Ohne Zähne. Dafür beißt sie. Wenn wir einfach beichten. Wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Warum fasst du mich deswegen an? Erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Mhm, da bin ich sicher.
Das riecht irgendwie nach Ärger. Warum, ne? Warum gehen immer die Sachen da kaputt in dem Spiel? Warum reden die eigentlich alle religiöse Kacke? Naja, das ist das Thema des Spiels, wa? Ist nur ein Tipp. Eine Frage hast du damit nicht mal wollen. Danke. Und sei kein Erbarmen. Danke, Reverend. Siehst du, so habe ich mir eine Bibel vorgestellt. Oh ja. So muss eine Knarre drin sein. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Ich kenne dich doch noch gar nicht. Nicht wieder verlieren. Aber ihr seid jetzt beste Freundin, my friend. Siehst du, das passierte. Na, ich bin da immer noch nicht so ganz von überzeugt. Ihr dürft mir gepflegt die Eier leckeln. Boah. Ich bin tot. Der Stealth hat zweimal wieder geschossen, bevor ich mich heilen konnte. Na geil. Da stehen wir wieder auf. Der Typ hält auch nie den Mund, oder? Meinte der jetzt mich? Wahrscheinlich. Hoffentlich. Dann ist er mit mir auf einer Wellenlänge. Ach komm, leck mich. Einen habe ich, der andere glaube ich nicht. Entschuldigung. Alles gut, nichts passiert. War einfach vom Lied. Deine Musik in allen Ehren, wa? Möchtest du etwa... Oh, Alter. Ganz schön rauchig hier. Möchtest du etwa über meinen Musikgeschmack reden? Nein, ich mag Grindcore. Jetzt bin ich aufgegangen, weil ich mal wieder nur Schwachsinn gemacht habe. Das war der zweite Teil. Alter, ich bin der schlechteste Schütze dieses Spiels. Gibt's nicht. Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, weil es gibt immer noch mich. Ah, doch. Glaube mir einfach. Ist jetzt hier alles tot? Ich hoffe. Scheiße, das war knapp. Verflucht. Er, der rettet und befreit, und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Die Dinge hier sind etwas hitzig. Ich bin Jerome, der Pastor von Fortsend. Danke für deine Hilfe. Aber es ist noch nicht vorbei. Ach, gern, warum nicht, ne? Verlagert den Rest der Gefangenen. Merle haben sie auch. Die Zeit läuft. Nimm dir, was du tragen kannst, und rette sie. Ich rufe ein paar unserer Leute zusammen. Wir werden sie brauchen, wenn wir das durchziehen wollen. Ja, dann gib mir noch was, was ich tragen könnte. Irgendwie das Gefühl, Runden. Ich glaube auch. Man reiche mir ein RPG. Gehe ich d'accord mit. Na, umsonst Punkte, hier brennt's. Ja, einfach drüber klettern. Wow, Mörser oder was? Sein, ja. Freie Merle. Ja, es ist ein verschissener Mörser, aber die sind ein bisschen kräftiger als, Als was denn echt? Hast du einen Blick? Na, der ist so markiert. Ja, aber triffst du ihn auch? Nein. Du aber genauso wenig, wenn ich mir das angucke. Null. Hier stehen wir, glaube ich, ungünstig. Abwarten. Ja, ich glaube schon, dass die grünen Dinger extra dafür da sind, dass man da nicht zerstört wird. Heißt hier zum Beispiel drin. Ob
bist ja da reingelaufen, hättest du aber einfach weiterlaufen können. Hätte, würde, könnte, ne? Zipline Power! Ah, so viel zu, die grünen Dingern sind nicht zerstörbar, ich bin tot. Durch Mörser. In einem grünen Gebiet. Wie soll ich denn da jetzt wieder zurück hin? Mann! Keine Ahnung, lass mich sterben, komm ich nicht wieder? Oder kommst du wieder? Ich bin unentschlossen. Ich konnte nicht mal mehr umdrehen, Alter. Jetzt aber an die Wand hier. Ich habe immer noch Schaden. Alter, ist er jetzt gut. Ja, Schaden hast du bekommen, aber jetzt ruf auf die Zipline und gut ist. Sei nicht mal so negativ, ja. Okay. Dem besorgen wir es richtig. Oh, kein Zephyr hat getroffen, ist ja auch schön. So null. Komm, bin in den Mörser. Schießen? Warum nicht? Klar nicht. Die Eggies wollen uns wirklich um jeden Preis in Johns Bunker bringen. Scheiße! Danke, der Beauty. Ich dachte schon, der Beauty, wir schicken dir einen Helikopter, der dich abholt. Halt einfach die Stellung, bis er da ist. Warum denn? Ich hab ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja, ein Leuchtfeuer! Nicht nur du. Kann man die Brücke zerstören? Glaube nicht. Aber du kannst den Mörser benutzen, oder? Ja, aber finden wir damit was. Ah, so. Alter, ist der krasse, das Ding. Oh ja. Das ist richtig, richtig schöner Luftmörser. Noch mit Phosphorgranaten, ne? Wobei es brennt zu wenig dafür. Aber der Ballistikkoeffizient der Munition ist richtig beschissen. Oh ja. Das ist wie mit den Pfeilen. Auf 100 Meter trifft sie genau. Also bei 100 Meter trifft gar nicht mehr. Ja, ist doch so. Ich glaube, du hast hier richtig ordentlich alles wegorganisiert, aber ich mach dir. Wenn du die Pfeile noch anguckst, war ich das zu bezweifeln. Einer noch. Einer hinter uns rum. Ja. Sorry. Die habe ich durchflitschen lassen. Ach ja, den einen, der kam. Ist ja nicht so schlimm. Ich bleib hier rum wie so ein Bovi. Statt das den Mörder machen zu lassen, weißt du? Ach, da ist der. Du könntest mir die mal spotten, das würde es mir deutlich einfacher machen. Heli. Das ist doch unsere. Ja. Hätte ich mal ein richtiger Heli hier, mit Minigun und so weiter. Soll ich auch mal auf das Ding gehen, um das einfach mal zu zeigen? Ich glaube, das werden die Leute schon früh genug sehen. Wobei doch. So, zielen kann man wie bei Far Cry üblich nicht gut. Die funktionieren wie jeder andere Mörser auch, oder? Ja, gut, aber das heißt nicht, dass sie mir im Spiel gleich sind, ne? Ich gebe euch jetzt in die. Ja, ich auch. Noch mal kurz was da lassen für die Kinder, damit die sich nicht einsam fühlen. Lebt jetzt nicht ohne mich ab, oder? Ich wollte erst sagen, mich irgendwie kommt nicht denn jetzt dann in den Heli rein? Ach so, okay. Hinten? Ja, ja, ich habe gerade kurz gedacht, warum ist da kein Platz mehr für mich? Aber was ist denn, wenn du das jetzt mit drei oder vier Leuten spielst? Ich glaube, drei müsstest du ja spielen, du kannst auch zwei Gefährten dabei haben. Das ist eine gute Frage. Ist dann der hinter dir gar nicht da oder der Pilot nicht da oder so? Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, einer muss ja dann fehlen, oder? Kann man das denn mit drei oder vier im Koop spielen?
Ich meine ja, du kannst drei Helfer mitnehmen, also müsstest du eigentlich auch zu mehreren links spielen können. Dann kommt ein neuer Helikopter, ein zweiter, oder? Das glaubst du auch selber nicht. Wahrscheinlich steigen einfach nur alle in einem Platz ein. Das ist sehr komisch aus. Da ist was Merle sagt, leck mich am Arsch. Harter Redneck. Boah, ich check's nicht, warum ich einfach keine volle HP bekomme. Keine Ahnung, vielleicht weil ich hoste. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist doch einfach nur ein Anzeigefehler oder deine wegen der Rüstung oder so, keine Ahnung. Ich hab ja keine Rüstung mehr, das ist ja das Schlimme. Ja doch, ich mit das Outfit, mein Gott. Ach so. Ja, es war vorher auch schon so. Na gut. Das sind keine Perks, womit man sich, Doch, es gibt einfach, was die 150% gibt. Okay, das wäre schon mal interessant. Wenn ich ihn schon verwenden kann. Nur sehe ich noch nicht, wa? Doch, aber den kannst du wahrscheinlich noch nicht kaufen. Kostet 6 Punkte. Ich hab 5. Na gut, beim nächsten Mal. Wie geht's, Kumpel? Hey Kumpel, gibt's irgendwas Spannendes? Ja, und du? Ich such schon. Hör doch, Ruhe, das dauert manchmal ein bisschen. Ja, ich vertraue dir davon. Komm, wir nehmen den Heli. Ich will auch mal Heli fliegen. Bist du nicht vorhin Heli geflogen? Nein, du bist das einzige Mal, dass wir geflogen sind, warst du mit dem Flute. Holst du alle weg, Alter. Entschuldigung. Oh. Das war keine Absicht, Leute. Tut mir leid, Leute. Das jetzt zu unserem jugendlichen Leichtsinn, aber ich glaube, es stimmt nicht. Doch, das war keine Absicht. Wie die aber auch sofort auf uns schießen wollen. Naja. Gute Menschen. Naja, aber ich kann doch nicht auf der einen Seite der Heilsbringer sein, auf der anderen Seite wollen sie mich ficken. Ja, wenn du einen auf flugunfähiger Vogel machst. Passiert ist. Der Mann, der dich gerettet hat, war Pastor Jerome. Ein Geistlicher aus Falls End. Zumindest bevor die Sekte da eingeritten ist. Jerome ist der Schlüssel zum Widerstand gegen John. An deiner Stelle würde ich mich nach Falls End bewegen und ihnen aushelfen. Dutch out. Habe ich nicht gut geparkt. Wie bei der Fee. Oh, das war einer von uns. Sorry. Ja, sag mal, fast. Ich schnauze. Wir sind von der Idee. Nicht viel, ich bin nämlich auch kaputt. Oh, nur mit Idioten zu tun. geil. Immer doch, ich kann dich wiederbeleben. Nice. Wer schießt denn da wo? Da unten alle. Ja, aber wenn der mich treffen konnte, ist aber ohne Freiheit. Hä? Hab ich nichts mehr? Du hast auf jeden Fall einen Wurfmesser aus dem Land gehabt. Ja, ja, ich hab einen Wurfmesser geworfen. Aus Gründen. Ich hab schon gehört, dass da jemand der Sekte das Leben schwer macht. Hi Grace. Das sind gut. Okay, die Sekte wird dann. Wir müssen diese Denkmäler schützen und den Geist des Widerstands am Leben erhalten. Oh Mann. Oder ich hätte wissen, wo hier Südosten ist. Oma vom Map. Ach doch, da ist doch ein Nest. Warum muss ich eigentlich immer rumrennen? Ja, weil ich gestorben bin. Oh. Weil wegen Scharfschütze. Ich werde jetzt sterben wegen MG. Danke. Ja, ich werde jetzt sterben wegen MG. Wir haben uns aber auch eine Aufgabe gegönnt, oder? Ja, ich habe das Gefühl, wir sind nicht gut genug für schwer. Ich glaube auch. Auch wenn wir es jetzt weiter durchziehen, aber. Das glaube ich leider auch. Du machst das gut. Von
Jetzt hätten dich gerne einen Raketenwerfer. Vielleicht findest du einen hier in der Kirche. Na ja, gut, wenn du vorne wird es mich nicht. Also bisher stand in jeder Kirche, wo ich war, ein RPG. Fress das, Motherfucker. Oh, Motherfucker. Für Rückzug, deine Mutter zieht sich zurück. Ne, die Feinde, nicht wir. Naja. Meine ich ja. Meine ich ja. Ich bin ein bisschen am Arsch. Okay, ich bin schon wieder tot. Ja, weil du auch sonst wohin rennst, Alter. Wie soll ich dich denn jetzt da resten, Mann? So wird das nie was. Runterspringen helfen. Du machst doch alles, was die dir sagen, ne? Die NPCs. Ja, ja. Warum? Ja, weil die nicht gefragt haben. Ist wenigstens dieses Boomer bei dir? Nein. Wow. Ich hab den schon lange nicht mehr gesehen. Da werden wir jetzt beide verrecken wahrscheinlich, weil Boomer nicht in der Läden... Ach, doch, irgendwas hatte ich doch gehört. Er kann ja nur Boomer gewesen sein. Ja, vielleicht auch der NPC, aber ich glaube nicht, dass sie da runterkommen, während sie dann noch am Snipen ist. Ich glaube, das fällt ihr schwer. Och, fick dich. Doch, bester Player EU West? Minimum. Ich finde diese Sniper aber auch kacke. Ja, die ich da aufgehoben habe. Ja, weil sie nicht one-shottet, das ist absoluter Bullshit. Naja. Aber dann wäre sie zu heftig wahrscheinlich. Ja, gut. Aber dann nehme ich lieber die One-Shot-Waffe und dann... Naja. Mann. Hab ich aber auf die Mappe bekommen, ne? Ja, du bist aber auch reingerannt wie Rambo, Alter. Nur, dass du nicht Rambo heißt. Sonst klappt's immer. Selten. Nie. Ich hätte eben Hilfe gebraucht, da hast du mir auch nicht geholfen. Kannst du gerne mal deine Sniper geben? Meinst du, die macht das? Ich hab da so ein schlechtes Gefühl. Ja, ich auch. Ah, gut. Naja, wir haben es ja geschafft. Na, ein bisschen Geweine und Gezetere. Wie immer. Nur oft, ja. Vielleicht zu oft. Würde ich auch hoffen. Ja, mir, dir nicht. Weil mein Speicherstand. Ist auch ein bisschen dämlich ist. Wie ist das dämlich? Ja, ein Quad, was da nicht rüberkommt. Ach komm schon. Er hat Boomer erschossen. Du Schwein. Da ist ein bisschen was, wa? Yo! Yo! Alter. Ich weiß doch nicht mal von wo. Erst den NPC. Nee. Natürlich. Da habe ich so einen Drecksköter, der mich heilt. Der unsichtbar ist. Nö, der nicht unsichtbar ist. Sag mal, was sind das für Viecher? MG-Schützen? Die auch noch mehr aushalten? Die sind gepanzert, Alter. Wow. Und nicht... ja. Ich stand die ganze Zeit da jetzt, erzähl keiner. Alter, du bist ja hin und her gelaufen, während ich am Schießen war. Als ob. Gut, jetzt kann ich die nicht sagen, ich habe da aus... eine Aufnahme, wo du aufnimmst, aber hey. Das ist genau so, wie es passiert ist. Mhm. Genau so, wie es passiert ist, ist es passiert, ja. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Du Wichser. Elendiger Lügerer. Selber. Alter, du bist vor mir hergestrafed und ich bin beim Schießen. Was soll ich denn machen?
aufhören zu schießen. Ja, genau, weil das auch geplant war, dass du vor mir her strafst. Ja, also jetzt bitte ich das, dich aber. Das muss geplant gewesen sein, Jimmy. Ach, von mir vielleicht. Da sind die VIPs. Weil er eine Krone auf hat? Ja, ja. Weil unten steht, töte Sekten-VIPs, um Widerstandspunkte zu erhalten. Aber waren ein, ja, wenn das bei dir steht, ist ja schön. Das heißt nicht, dass es bei mir stehen muss, oder, du Wichser? Selber Wichser. Ich glaube, das Spiel macht dich langsam, aber sicher aggressiv. Wo bist du zuvor noch gerade? Wow, was? Alter, der Büffel! Was ist der Büffel, was hier auch dran hat? Wir sind Homeboys. Deswegen was hier seid ihr? Homies! Hat sich anders angehört, aber hey. Wird da noch frech. Gut. Ach Mann. Wäre also auch erledigt. Können wir jetzt zu der Mission, die ich gemacht hatte vor 5 Minuten? Können wir mal irgendwo Sachen kaufen? Hast du jetzt einen Dietrich? Ja, habe ich. Dann mach das doch mal auf. Ja. Mach ich. Dauert nur. Seh ich. Jahre. Äonen. Aber es ist offen. Hatte die Explosion irgendwas mit dir zu tun oder war das mehr so? Kann ich war. Also der einzige da draußen war Boomer und du, also. Also nein. Hoffe ich mal. Nichts mit mir zu tun. Okay. Jetzt kann ich mir hoffentlich das Upgrade holen, wo ich ein bisschen mehr HP bekomme. Welches ist es denn? Das könnte man nehmen. Ich würde ja sagen, es ist das einzige. Und ja, es hat funktioniert. Yeah, ich bin wieder grün, nicht mehr immer rot. Du bist grün, aber an Stellen, das will kein Mensch wissen. Och, Chantal. Chantal. Chantalle mit Elle. Das ist leider verkaufen, ich bin relativ voll. Ja, das habe ich auch das Problem. Das Viechchen ist jetzt echt die ganze Zeit hinterhergerannt. Wer? Der Wolf hier. Die halten aber auch einen Arsch voll aus, ne? Ja, die Tiere halten hier alle relativ viel aus. Ich merke das leider. Wenn du so ein Büffel erstmal 15 Magazine ins Gesicht geblasen hast, ist das schon seltsam. Haben wir jetzt hier auch noch ein Fahrzeug oder nicht? Sieht schlecht aus. Oben drauf ist irgendwas gemarkt. Jagdgebiet. Nee, hier ist, was bist du? Wenn kein Vorteilspack da ist, interessiert es mich nicht. Ich glaube, da war aber gerade eins. Ja, da war eins. Und ein Schlüssel. Damit hätten wir das Ding auch aufmachen können einfach. Da liegt eins. Zu spät. Ich habe mit allem voll, wa? Mhm. Also. Ich aber auch. Kann nicht mal mehr was plündern. Dann lass uns doch mal. Es war kein Vorteil, ne? Ne, war schon. Was war es denn sonst? War ganz normal. Also normal kann es ja nicht gewesen sein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Einfach nur nein. Warum bist du so? Ich hab Geräusche beim Aufnehmen gemacht. Ich mach doch alles Geräusche beim Aufnehmen. Nein. Doch. Ziemlich genau. Weil es schreit, es hat geschrien. Du hast auch geschreit. Ach Jimmy, sei doch nicht mal so Fallout. Habe ich dich jetzt eigentlich mit teleportiert oder bist du da stehst du noch? Ich bin unterwegs, ja.
Liebe Leute, das wird eine lange Folge. Origin noch verkaufen, dann ist gut. Dann habt ihr genug von uns. Ich glaube, das haben sie schon lange. Das ist ja nicht mein Problem, ne? Das ist richtig. Das ist aber nicht viel Geld. Ja, du kannst hier noch vergrößern, also. Ja. Ich habe gerade mal 1,6, Alter. Was habe ich denn? Das ist jetzt, also. Ja, nur Scheiße gekauft, ne? Ich habe ja noch nichts mehr so viel. Ich habe ja schon lange nichts mehr gekauft. Eigentlich mehr oder weniger, seitdem wir hier losgefahren sind, also. Hauptsache in Elkong ein Charge-Zivil deklarieren. Ja, das war's auch schon. Level 14 ist auch immer schön. Wo hast du denn Level 14 gesehen? Bei den Gewehren, beim normalen. Ich sehe da AKMs, AK-47, MS-16. Das ist eine M14, eine MS-16. Ja. Das musst du nicht vorhandenen Waffennahs auch erklären. Du Waffen, ne? Echt, einen M14 erkennt man nicht? Nein. Okay, dann halt nicht. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht. Was ist falsch mit dir? Was ist bloß falsch? Das ist ein bisschen was. Aber die ist falsch herum, die ist für Linksschützen konzipiert. Ist das jetzt dein Ernst? Wendest du jetzt die Aufnahme oder wollen wir jetzt auch... Ja, nein, Gott, vielleicht. Bevor du weiter über Fassen nur Vögeln, reden, Probewoche mit Fummeln, keine Ahnung. Ach, liebe Leute! Bevor Jimmy gleich hier gleich einen Ausfluss bekommt, den man wieder wegwischen muss, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, Würsingkohl. Cool.